meiner Braut, meinen süßen Katzenkindern. Kusch, du alle Dänen! Kann man mit ihr reden? Nee, anscheinend nicht. Okay, gehen wir mal hier weiter. Verdammte, verfluchte, elende Ratten! Hast du zufälligerweise was gesehen? Schwer ist los, alter Mann? Diese Ratten! Ich habe alles versucht. Lauge vergossen, Heuschrecken geerntet, Kinder angeheuert, um sie zu fangen. Ich brauche ein ganzes Heer von Wundern. Die sind lästig und haben deine Ernte zerstört. Ach, die Götter können Ratten nichts anhaben. Ha, ihr Heiden und eure Götter! Ich will nur ein Feld ohne Ratten, um die guten Menschen im Schier zu ernähren. Du brauchst ihre natürlichen Feinde, um sie im Zaum zu halten. Meine armen Felder. Mein Gott, warum hast du so viel Ungeziefer erschaffen? Ist sie vielleicht die Antwort darauf? Ich meine, Katzen werden doch normalerweise Ratten töten, oder? Ich kann jetzt mit dir reden. Kusch, bleib bei der Ich glaube, dein Katzenheer hat eine Bestimmung, von der es noch nichts weiß. Du bist die Freya der Fans. Was? Wer zur Hölle ist Freya? Ist das die Metze, die letzte Woche meine Katzenkönigin essen wollte? Sie ist eine Göttin, ähnlich wie du, der treue und mächtige Katzen im Kampf helfen. Zeig deine Krallen, gute Frau. Oh ja, mächtig, da sind sie alle mal. Und ich bin ihre Göttin. Wenn du willst, nimm diesen Schlüssel und sieh sie dir an, meine süßen Kinderlein. Okay, dann machen wir mal kurz noch eine kleine Quest zwischendurch, kein Thema. Da seid ihr ja. Raus auf die Felder. Auf in den Kampf. Aber streicheln können wir sie auch. Oh, hallo. Oh. Nein, Mist. Ich war zu spät. Kann ich dich auch streicheln? Oh. Ist hier denn noch irgendwas Wichtiges? Oh, hier ist noch ein Brief. Ein Manifest für alle, die Katzen lieben. Ihr Miauen ist die Wunschelröte, die in den Himmel weist. Ihre Tatzen sind engelsgleiche Haken, die zum Erklimmen der irdischen Wände gedacht sind. Keine Schlange und kein Drache kann sie aus meinem Heim vertreiben. Felinus Maximus, ich fresse mit ihnen. Ich miaue mit ihnen. Ich habe ihnen zu Ehren einen Schrein errichtet. Sie müssen als Heilige geehrt werden. Eines Tages wird Gott ihren heiligen Plan erkennen, denn sie sprechen durch ihn zu uns. Gesegnet sei das heilige Miauen. Okay, gut. Entschuldigung, ich habe aus Versehen deine ganzen Katzen freigelassen. Naja, aus Versehen. Okay, die Spur ist noch drin. Katzen sind heilige Wesen und bewahren das Gleichgewicht. Dein Rattenproblem ist Geschichte. Freya sei Dank. Eigenartig, dass miauende Katzen mein Gemüt so beruhigen. Nimm diesen Schlüssel. In meinem Haus sind einige Güter. Bitte, bedien dich. Ah, das ist sehr nett von dir. Dankeschön. Ja, perfekt. Da haben wir nebenbei mal eben das Schicksal der Katzen abgeschlossen. Das ist wunderbar. War überhaupt nicht meine Absicht, aber ist wunderbar. Ging ja auch schnell. Okay, was haben wir denn hier alles? Ich will jetzt auch nichts kaputt machen. Oh, Brief an die Mutter. Liebe Mutter, jede Nacht bete ich und rufe gen Himmel aus. Lieber Gott, warum so viele Ratten? Ich muss dich leider darüber in Kenntnis setzen, dass ich weder meine Essensablage leisten, noch dir Hafer und Gerste für dein Bier und deinen Haferbrei schicken kann. Der Geschmack deines Bieres und Haferbreis bringt mir so viel Freude, doch die Ratten unseres Landes sind mit dem Teufel im Bunde und wimmeln auf den fruchtbaren Böden wie eine biblische Plage. Ich bete jeden Tag zu Gott, dass er mich eines Tages von diesem Joch befreien möge. Dein treuer Sohn, Kühneburt, der Geplagte. Okay. Vorräte. Das ist wundervoll. Das ist wirklich wundervoll. Okay, dann gehen wir hier erstmal wieder weiter. Achso, da geht's weiter. Okay. Links ist noch was zum Einsammeln. Das hat damit nichts zu tun.
Hier ist Farbe. Okay, wo sind wir denn hier? Also, theoretisch, er hat zwar gesagt, dass das, Schiff Richtung Nordosten angeblich gefahren ist, aber es kann natürlich auch eine Finte gewesen sein. Wer hatte mir das jetzt gesagt? Ich glaube, der Balin oder Galin, meine ich, hatte mir das gesagt. Ist das da hinten gelbes Schiff? Da stehen Leute rum. Sühnen, leite mich. Also wirklich, nee, das ist kein gelbes Schiff. Schade. Da hinten ist noch ein Schlüssel angezeigt. Was ist hiermit? Da ist auch nichts Gelbes dran. Also hier in der Richtung finde ich jetzt gerade nichts. Es sei denn natürlich, das ist noch ein ganzes Stück weiter. Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Was ist das da hinten? Ne, das war ein Baum, glaube ich. Hier ist ein Lager. Wo aber auch kein Schiff ist, nee. Dann würde ich sagen, schauen wir was noch siehst du, in alte der Freundin? Richtung. Ich möchte das jetzt natürlich nicht alleine angreifen hier. Ich will nur dieses blöde Schiff finden. Da ist, wenn ich das richtig sehe, auch nichts Gelbes dran. Was ist denn, wenn wir in die andere Richtung gucken? Da ist ein Schiff. Das ist wahrscheinlich jetzt unser Schiff, bei meinem Glück. Nee, Moment. Ha, Moment. Ich meine, ja. Wo sind wir denn jetzt hier? Wieso kann ich das nicht markieren? Mist. Markierung setzen. Hatte ich die? Also ich hatte sie anscheinend doch gerade richtig gesetzt. Moment. So, hier ist eine Markierung. Das müsste theoretisch unser Schiff sein. Och, ist das hier. Da läuft jetzt natürlich einer rum. Wo ist denn das jetzt genau? Ist das am anderen Ufer? Och Gott, das ist ja komplett da hinten.
Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt mal eben eine Schnellreise mache. Dadurch, dass ich hier überhaupt nichts zustande kriege gerade, wird die Folge dann doch etwas länger als geplant. Ja, ich hoffe, das ist da. Ist sie doof? Die soll da hin, zum Plündern. Eivor, da! Ist das ein Außenplatz? Zeigen wir es den Schweinen! So, geht ihr mal plündern? Ich gehe mal eben zur anderen Seite. Ach, das sind auch Wachen. Oh. Das ist der falsche Ort, Junge. Ich bin schneller. Was sind das denn für Idioten? Na komm, du Feigling. Lass mich, Papluck. Ihr wolltet mich doch alle töten hier. Moment, was haben wir hier? So. Das sieht gut aus hier. Was ist das? Ich kann es nicht lesen. Banditen greifen dieses Langschiff an. Die Überlebenden sind in den Nebel gerannt. Sie wurden von einer Hälfte der Banditen verfolgt, während der Rest es plünderte. Wir haben eine Trommel gefunden. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ich weiß jetzt nicht, was mit meinen Kameraden ist, ob die jetzt mittlerweile schon platt sind. Da ist irgendwas Goldenes. Ich weiß auch nicht, was das für ein Symbol ist. Oder heißt das jetzt, dass wir da gerade... Nee, Ausrüstung. Achso, okay. Dass da Ausrüstung ist. Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt mal eben den Überfall hier mache. Ich dachte eigentlich, dass wir hier vorne hinkommen, aber egal. Dass ich da mal eben bei helfe und dass ich euch dann gleich wieder hinzu schneide, wenn ja ich eventuell im Sumpfgebiet bin oder wieder zurückgegangen bin. Sollte ich im Sumpfgebiet noch was finden, schneide ich das mit dazu. Bis gleich. So, also, ich habe mich dann nochmal im Sumpf was umgesehen, außerhalb von diesen, gelb bemalten Schiff und habe so aber leider nichts mehr finden können. Aber ich hoffe trotzdem, dass meine Vermutung richtig ist. Hast du in Grantabrück schier genügend Hinweise gefunden? Bist du bereit, den Verräter zu benennen? Ich hoffe, dass meine Vermutung richtig ist, aber ich weiß es halt nicht. Wir hatten ja noch neue Sachen hier gesehen. Birna hat in der Nacht des Angriffs für eine lange Reise gepackt. Glaubst du, sie wollte uns verlassen? Auf jeden Fall hat sie sich auf die Abreise vorbereitet. Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich davon ausgehe, dass das ist, weil sie verliebt ist. So. Leaf sagte, er habe während des Überfalls in seiner Werkstatt gearbeitet. Die Schiffswerkstatt ist gut einsehbar und weit vom Tunneleingang entfernt. So kann er die Sachsen nicht in die Stadt geführt haben. Also den schließt sie aus. Er sagt, er vermisst seine gelbe Farbe. Also vermute ich aufgrund dessen, weil ich nicht denke, dass die Birna das war. Hier war ja nichts Neues. Ach so, doch, das mit dem Kreuz haben wir noch. Bei deinem Geheimtunnel gab es viele Fußabdrücke und der Eingang war mit gelber Farbe markiert. Wer immer dich verraten hat, hat also den Eingang zum Tunnel gelb angemalt und dann den Sachsen den Weg freigemacht.
Gallen hat niemanden, der bezeugen könnte, wo er sich in der Nacht des Überfalls aufhielt. Gallen ist ein komischer Mann, aber er ist kein Kind. Er braucht keine ständige Überwachung. Aber er ist der Einzige, der kein Alibi hat. Gallens Langschiff wurde am Tag des Überfalls eilig mit gelber Farbe angemalt. Warum sollte er sein Langschiff anders kennzeichnen als alle anderen? Und das, was Sie gerade gesagt haben, sein Schiff ist angemalt. Deswegen, und weil ich nicht glaube, dass Birna es war und Liv schon gesagt hat, dass seine Farbe gestohlen war, kann natürlich auch ein Vorwand sein, klar, gehe ich stark davon aus, dass es Galin ist. Deswegen. Ich glaube, wir haben genügend Beweise. Du warst sehr gründlich. Wer ist der Verräter? Also ich hoffe, dass ich richtig liege. Ich weiß es aber natürlich nicht. Galin hat dich verraten. Bist du dir sicher? Nein, absolut nicht. Das wird das Schwerste, was ich je tun musste. Bleib bei mir, Eivor. Ich brauche dich. Wie gedenkst du damit umzugehen? Wie es eine Jarlskrona muss. Das hört sich nicht gut an. Für den Verräter. Meine Familie, mein engster Kreis. Heute sorgen wir dafür, dass das, was uns widerfuhr, nicht noch einmal geschieht. Wir beenden Wiegmunds Leben. Doch nicht alle von uns. Denn man überlebt den Winter nicht mit einer Ratte in der Vorratskammer. Garlin. Du hast mich verraten, Galen. Das habe ich nicht. Du bist der Grund, warum ich atme. Du musst mich zu meinem Schicksal führen. Du musst mich zum Gipfel des Sieges bringen. Verwische nicht die Wirklichkeit mit den Geschichten, die du dir einredest. Ich habe keine Zeichen deines Schicksals gesehen. Doch ich sah, wie meine Leute abgeschlachtet wurden, die Stadt verwüstet wurde und deine Besessenheit uns Zerstörung brachte. Wie konntest du dein Schicksal, dein Streben wichtiger nehmen als uns alle? Er glaubte zu sehr ans Schicksal und zu wenig an uns. Bringt ihn fort. Fühlt sich an, als hätte ich mir einen Arm ausgerissen. Wiegmund verdient den Tod. Aber ihn zu töten wird deine Familie nicht wieder vereinen. Glaubst du, das wüsste ich nicht? Es geht um die, die mir folgen. Wer sich mir anschließt, leistet einen Eid. Und wer ihn bricht, muss leiden. Wir schlagen am Rand der Insel Ilge unser Lager auf. Triff uns dort. Sie trägt die Bürde der Verantwortung auf der einen Schulter, die Liebe ihrer Leute auf der anderen. Dieser Verlust brachte sie aus dem Gleichgewicht. Es wird Jahre dauern, die Verbindung zu ihren Leuten zu heilen. Und doch ist sie von einer Last befreit, erleichtert. Sie ist eine Anführerin, keine Freundin, Eivor. Ihr Fehler war, dass sie dachte, sie könnte beides sein. Ich würde selbst Tor unter den Tisch trinken. Ja, und damit haben wir endlich nach langer Zeit die Quest abgeschlossen. Ja, es hat in der Tat lange gedauert. Mit ihr spreche ich dann... Ist das ein Sie? Ich kann es von hier aus nicht ganz erkennen. Ich glaube ja, ich glaube, das ist die eine. Spreche ich dann später. Ich hoffe, dass es der richtige Verräter war. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt einen falschen auswählt, dass trotzdem das Spiel weitergeht. Oder die Quest vielleicht gescheitert ist. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Da die jetzt abgeschlossen ist, hoffe ich sehr stark, dass es der richtige Verräter war. Ich meine, es deutete ja letztendlich auch alles auf ihn hin, dass er sein Schiff angemalt hat mit der Farbe, dass er kein Alibi hat und so weiter. Deswegen habe ich da auf jeden Fall ein ganz gutes Gefühl. Jetzt definitiv sehr viel mehr als zuvor.
Ja, sorry Leute, dass das alles so lange gedauert hat, bis ich da endlich mal auf die Idee gekommen bin, durch den Tunnel zu gehen. Weil ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Wir sollen die Stadt absuchen, wir sollen das Sumpfland absuchen. Ist ja alles schön und gut mit dem Sumpfland. Aber da hatte ich ja auch erstmal nichts gefunden. Und mal schauen, wie ich das Ganze zusammenschneide. Wenn es zu lange ist, werde ich eventuell den ganzen Teil mit dem Sumpfland rauslassen. Ja, ansonsten muss ich mal gucken, ob ich es überhaupt in eine Folge packen kann oder ob ich eventuell zwei Folgen daraus machen kann. Mir ist jetzt erstmal ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir dann letztendlich doch endlich noch so viele Hinweise gefunden haben, so viele Beweise gefunden haben, wie ich denke, dass es der Galien war. Und gehe jetzt mit einem besseren Gefühl definitiv aus dieser Folge raus. Ich verabschiede mich und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.